Herr Metti. Also ich habe ihn jetzt nicht wegen irgendwelchen Drogen oder sowas mitgenommen. Also der hat einfach so mitgefahren. Der meinte, Okay, ja, ich fahr also mal sind. mit. Ich will mal gucken, was du so Also. machst, und dann ist er einfach mitgefahren. Er hat jetzt, Alles klar, also der hat also. nichts mit dem ganzen Delikt zu tun. Okay, gut, dann nehme ich das jetzt mal so hin. Dann fällt natürlich die gesamte Strafe auf Sie zurück, Herr Metti. Wir haben dann einmal die 100.000 wegen dem Drogendelikt und dann die Hälfte von dem Drogenfund, das waren knapp 600.000, runden wir auf, sind dann 300.000 wären das, also ein Ticket von 400.000 für Sie. Ja, also eine wirkliche Wahl habe ich ja nicht. Richtig, richtig. So, dann werde ich Ihnen das Ticket dann gleich ausstellen. Hatten Sie nicht gerade 350.000 gesagt und nicht 400.000? Nein, 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 nein. Die Ladung waren 600.000. Davon die Hälfte sind 300.000 plus die 100.000 für die allgemeine Drogendeliktstrafen. Also das waren 550.000, ja? Also bitte. Nein, ich kann auch mal nachgucken. Einen Moment. Wir notieren uns ja sowas. Was haben Sie sich denn genau notiert, die genaue Menge? Ja, 591.808. Ja, dann kriege ich ja kein 400.000er-Ticket, sondern irgendwie 300.000 und ganz viel zerquetschtes. Herr Metti, 590.000 sind aufgerundet, 600.000 wären es Also, vier wären es ich finde es jetzt nicht so in Ordnung, dass wir jetzt hier irgendwelche Tickets aufrunden, ja? Also, wenn ich jetzt bei Aldi an der Kasse gehe, dann da meinen Durstlöscher kaufe, der 99 Cent kostet, dann und den Euro gebe, dann kriege ich ja auch einen Cent zurück. Die runden da auch nicht auf. Ja, wir Also, sind ja wenn so Sie nicht so kulant. gut im Kopfrechnen sind, das möchte ich Ihnen jetzt aber nicht unterstellen, ich hätte hier auch einen Taschenrechner. Oh, das wäre hilfreich. Ja, was soll ich denn rechnen? Sagen Sie einfach mal. 591.808. Halbieren Sie das mal bitte. 591, wie viel? 808. Durch 2. Durch zwei wäre schön. Dann kommen wir bei 295.904 raus. 295.904. Okay. Dann sind wir bei 395.904, Herr Micky. Ich werde das Ja, jetzt okay, gut. bloß noch kurz mit der Zentrale besprechen, dass wir da in der Rechnungsabteilung Summe ändern. Das wird ungefähr nur 30 Minuten dauern. Da war ich wirklich ein bisschen vorschnell, das tut mir leid. Wir werden so lange hier verweilen und wenn es dann möglich ist, das Ticket zu bezahlen, dann kommen Ist wir ja wieder einfach zu Ihnen. Wir verweilen so unhöflich. lange im Heli und Sie 30 bleiben hier stehen. Minuten? Soll ich Sie vielleicht noch in Schatten stellen, so lange? Ja, wäre ganz nett. Können Sie mich vielleicht so lange losmachen? Ich habe ja nichts verbrochen. Ich möchte mich gerne irgendwo hinsetzen. Ja. Das tut so langsam den Beinen weh. Den Hunter also schon nicht so lange. Ja, auch das. Natürlich, Herr Luxin. Dankeschön. Wenn der mich ärgert, ärgere ich ihn auch. Du willst ihn jetzt wirklich 30 Minuten stehen lassen? Natürlich. Ja, wenn er sich ich gehe befreit, mal wäre sehr als gut. Spotter rein und guck mal, ob wir sich Fahrzeuge nähern. Ist okay? Ja. Die haben ja voll kooperiert, also. Ja, wir mussten ja nicht mal Fahrzeug, testen. warte hin. Ja, Herr Metti, ja, Herr Metti. Ja, mein Kollege hat gerade noch mal bemerkt, dass in meinem Auto jetzt weder meine Spitzhacke noch meine zwei Speck und meine zwei Wasserflaschen drin sind.
Haben Sie die vielleicht rausgenommen? Könnten Sie mir die vielleicht noch zurückgeben? Oder wurden die mit dem Kokain einfach vernichtet? Jetzt mal auf RP. Bei der Durchsuchung werden wirklich nur die illegalen Sachen entfernt. Alles andere, was drin liegt, bleibt auch drin. Warum hast du eine Spitzhacke bei, wenn du Koka machst? Mein Kollege, der ist gerade mitten am Lecken, müssen Sie kurz warten. Also, da war eine Spitzhacke noch drin und zwei Wasser und zwei Specks und die habe ich weder im Inventar und in dem Ding sitzt auch nichts drin. Also irgendwo müssen die gekommen sein. Also wir haben keinen Zugriff auf den Dingen. Und von daher... Soll ich Ihnen den Schlüssel reichen? Nee, dazu kann ich jetzt viel sagen. Ich hab grad nach... Deckungsabteilung.